Hallihallo meine Hübschen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein heutiges Video ist schon wieder eine Story, aber das Ding ist, ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Ich war auf 180, ich bin mir hundertprozentig sicher, ihr werdet auch auf 180 mindestens sein. Wenn ihr hört, was mir passiert ist, es ist der absolute Horror und I know, in meinem letzten Ausraste-Beschwer, was auch immer Video, haben voll viele gesagt, First World Problems, was auch immer, aber ganz ehrlich, es ist meine Entscheidung, über was ich mich aufrege. Niemand zwingt euch, solche Videos zu gucken, wenn ihr nicht sehen wollt, wie andere Leute sich aufregen, sondern ihr eher positive Vibes wollt, dann seid ihr in diesem Video definitiv falsch. Klickt zum Beispiel hier oben hin, da gibt es eine Kylie Jenner Lip Kit Verlosung, vielleicht macht euch das bessere Laune, aber hier werde ich mich heute hardcore beschweren. Ich habe ja eben schon auf das Kylie Jenner Lip Kit Video Verlosungsaktion Dings hingewiesen. Bei 80.000, bei 90.000 und bei 100.000 Abonnenten, die dieser Kanal hier erreicht, verlose ich Kylie Jenner Lip Kits. Und das Ding ist, warum ich das jetzt gerade nochmal erzähle, es fehlt noch ein Lip Kit. Ich habe das vor knapp 5 Wochen oder so bestellt und ich weiß halt, ich will es eh nicht haben und deswegen habe ich mir überlegt, ich gebe euch das. Und es war halt aber noch nicht da. Aber ich habe halt gedacht, es wird rechtzeitig kommen, bis wir die erste Gewinnmarke, den ersten Meilenstein, der für dieses Gewinnspiel wichtig ist, zusammen knacken. Okay, bevor ich jetzt mittendrin anfange, lasst uns von vorne anfangen, denn ihr glaubt nicht, was passiert ist. Das Ganze war am Montag, da hatte ich nämlich einen Brief im Briefkasten vom Zoll. Ich habe mich tierisch gefreut, alle sind immer so, oh Gott, Miss Zoll. So, ne? Und ich bin schon so, ja, geht, Zoll. So happy, das heißt, neues Make-up, so, obviously. Und das Ding ist, ich bin halt zum Zoll dann hingefahren, habe die Rechnung mitgenommen, alles, was man dafür halt braucht, um diesen Zollantrag zu stellen und alles cool. Ich setze mich ins Wartezimmer, es kommt auf einmal ein Zollbeamter, ruft mich auf, wir gehen zusammen hin, er fragt mich, was in dem Paket drin ist, ich sag Lippenstifte und er guckt mich an und ich war nur so, was ist denn jetzt? Er sagt, aus welchem Land kommen die? So, fahr mal einen Gang zurück, so, ich habe dir nichts getan, aus den USA. Und er meinte nur so, wusste ich's doch, jetzt haben wir ein Problem. Und ich war nur so, was geht denn jetzt? Ab so, na? Hä? Was willst du? Ich bin hier 3 bis 4 Mal im Monat, um irgendwas abzuholen. So, der war auch neu, der kannte mich gar nicht. Naja, egal. Und ich sage nicht im Sinne von kannte mich nicht wegen YouTube oder Social Media, so, das interessiert ihn halt eh nicht, sondern im Sinne von, er kannte mich nicht, obwohl ich halt, wie gesagt, 3 bis 4 Mal im Monat da bin und alle anderen, die dort arbeiten, kennen mich eigentlich mittlerweile schon, helfen mir auch gar nicht mehr beim Antrag, weil ich kann das alles alleine, so, ich weiß halt, wie das funktioniert. Und er war halt irgendwie neu und, naja, dann meinte er auf jeden Fall, Kosmetik aus den USA ist nicht mehr erlaubt zur Einfuhr. Das darf ich Ihnen leider nicht aushändigen. So, wie bitte? Mein kompletter YouTube-Kanal, alles, was ich an Schminke habe, meine komplette Schminkkollektion, ist zu locker 70% aus den USA. So, deutsche Schminke interessiert mich halt einfach eigentlich zu 95% nicht. Aber das ist halt einfach mein Shit. So, das hier ist, das mache ich halt hier auf YouTube. Naja, dann meinte er, nee, es gibt jetzt eine neue Richtlinie, was Chemiesachen angeht, wo Kosmetik zuzählt. Und das Ganze ist jetzt nicht mehr erlaubt. Wegen irgendwelchen Inhaltsstoffen, die getestet werden müssen, ob das stimmt, das, was auf der Verpackung draufsteht, ob das auch drin ist und keine Ahnung und sonst wie. Und ich war nur so, ja, das ist jetzt schön und gut, aber ich meine, die Inhaltsstoffe haben sich ja nicht geändert und vor 3 Wochen durfte ich ja auch noch ein Paket abholen. Ja, aber das ist jetzt eine neue Richtlinie. Ja, aber ist ja Quatsch, so, weil die Lippenstifte von vor 3 Wochen, die ich abgeholt habe, sind ja in Ordnung, so. Ich bin ja nicht blind geworden, mir ist ja nicht das Auge rausgefallen, meine Lippen sind nicht geplatzt, so nix. Ja, aber wir müssen das jetzt testen. Macker, verstehst du, was ich sage? Das Ganze hat mich halt richtig hart genervt und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie angepisst ich war, das Lipkit und die 2 Lipglosse, die ich bestellt habe, schon in der Hand zu halten, aus der Verpackung rauszunehmen. Ich habe für einen kurzen Moment gedacht, ganz ehrlich, renne ich einfach weg. Naja, dann meinte er auf jeden Fall, es gibt hier 2 Möglichkeiten, was wir machen können. Und ich war so, erzähl mal so, ich bin gespannt. Erstens, sie können es an den Verkäufer zurückschicken und hoffen, dass sie ihr Geld wieder kriegen. Und ich war nur so, nee, weil, keine Ahnung, ist ja voll das Risiko, man weiß ja nicht, ob man das Geld zurückerstattet bekommt und keine Ahnung, so fand ich halt voll dumm und dann habe ich ja trotzdem nicht das, was ich wollte. Versteht ihr, was ich meine? Oder die 2. Möglichkeit wäre, wir schicken das ins Labor, die Produkte werden untersucht und die Inhaltsstoffe kontrolliert und wenn das alles stimmt und in Ordnung ist, dann kriegen sie das wieder. Das Ganze wird nur wahrscheinlich zwischen 6 und 9 Wochen dauern. Was? 6 bis 9 Wochen? Kommt mal auf eure Arbeit klar. So ganz ehrlich, wir haben jetzt Anfang August.
6 bis 9 Wochen heißt Mitte Oktober vielleicht. So wollt ihr mich verarschen, so arbeitet man ein bisschen schneller, so keine Ahnung. Vielleicht habt ihr viel zu tun, aber dann stellt man neue Leute ein. Ich persönlich muss halt sagen, ich habe da gar kein Verständnis für. Was ich verstehe ist, dass sich der Mann, der mir das dort erzählt hat, dieser Zollbeamte, sich das nicht selber ausgedacht hat, sondern für ihn ist es natürlich auch nur mehr Arbeit. So hätte er mir das direkt mitgeben können, hätte er sich nicht darum kümmern müssen, dass es im Labor irgendwie untersucht wird und keine Ahnung, das verstehe ich ja auch. Ihn wird es wahrscheinlich genauso nerven wie mich. Vielleicht nicht ganz so doll, aber auch ein bisschen. Das Ganze hat halt irgendwas mit so einem Freihandelsabkommen zu tun und so. Ich habe das nicht hundertprozentig verstanden, aber es geht halt darum, dass die USA und die EU da jetzt irgendwie so ein bisschen Clinch haben, was Chemieeinfuhren angeht und die Richtlinien halt dort drüben, was okay ist, anders sind als die Richtlinien, die hier sagen, was okay ist. Was halt irgendwie dumm sind, weil wir Menschen sind auf der kompletten Welt gleich. Was für die Menschen in den USA funktioniert, wird halt auch für Menschen in Europa funktionieren. So, ich meine, wer sind wir, dass wir wieder uns zurückentwickeln und meinen, Menschen in verschiedene Rassen zu unterteilen? So ganz ehrlich, lass mich doch das benutzen, was ich in den USA, wenn ich dort zum Urlaub hinfahre, auch benutzen kann. Da kommt doch auch keine unsichtbare Plasmablase und beschützt mich und sagt, stopp! Du benutzt kein Kylie Jenner Lip Kit oder Jeffree Star Cosmetics oder was auch immer. Und wo ich jetzt gerade Jeffree Star angesprochen habe, ich warte nämlich immer noch auf meinen Summer Edition Bundle, so ein Paket, wo halt 5 neue Farben drin sind, beziehungsweise 4 neue und eine, die es letzten Sommer auch schon gab. Und das Ding ist, da werde ich ja das gleiche Problem haben. Und diese 2 Pakete, auf die ich warte, haben insgesamt einen Wert von knapp 150 Euro. So, was mache ich denn, wenn das jetzt ins Labor eingeschickt wird? Ich weiß auch nicht, ob die das da aufreißen und angrabbeln und testen und untersuchen und ob das danach komplett zerstört aussieht. I don't know. Vielleicht ist auch die Hälfte raus und ich kann es nur noch 2-mal benutzen. So, hä? Ist halt alles mega dämlich. Ich kann halt irgendwo verstehen, wenn es um richtige Chemie und was auch immer geht oder um irgendwie Sprengstoffe oder so, dass sie das kontrollieren. Aber ganz ehrlich, wenn die sehen, das kommt aus einer Make-up-Fabrik und ich bin ja nicht der Einzige, der bei Kylie Jenner Cosmetics oder Kylie Cosmetics, wie auch immer, oder Jeffree Star Cosmetics bestellt. So, wenn das halt immer wieder kommt, so ganz ehrlich, da wird schon kein TNT oder was auch immer drin sein. Und ich meine, selbst wenn, dann würden sie es im Flugzeug oder wo auch immer im Transport hochgehen lassen und nicht, wenn ich gerade zu Hause hier vor meinem Schminktisch sitze und mir Lipgloss auftrag. So, not gonna happen. Wo ich halt jetzt am Überlegen war, zum Beispiel, wenn man bei Sephora bestellt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal bei Sephora.com bestellt hat. Dort ist es nämlich so, dass man bei Sephora direkt an Sephora die Zollgebühren bezahlt. Dadurch kann Sephora da so einen Stempel draufsetzen und es geht gar nicht erst in den Zoll. Es geht direkt zu einem durch. Da ist denn ja aber auch Kosmetik aus den USA drin. So, hä? Wie kann das denn funktionieren? Ich bin eigentlich schon drauf und dran, einfach stumpf irgendwas bei Sephora zu bestellen, einfach um zu sehen, ob es durchgeht. Das Ding ist halt, so ganz ehrlich, ich bin 23 Jahre alt. Ist auch egal, ob 23 oder 18 oder 45. Ich bin erwachsen. Ich bin in der Lage, für mich selbst zu entscheiden, was ich möchte und was ich nicht möchte. Ganz ehrlich, wenn ich mich dazu entscheide, mir mit Glasreiniger die Augen zu putzen oder mit Rohrreiniger zu gurgeln nach dem Zähneputzen, dann ist das verdammt nochmal meine Entscheidung. Das finden vielleicht viele Menschen nicht gut oder viele Menschen gefährlich, aber ganz ehrlich, meine Entscheidung. Wer seid ihr dort draußen, die diese komischen Richtlinien machen, um mir zu sagen, die Inhaltsstoffe könnten gefährlich sein. Und ganz ehrlich, selbst wenn mir die Lippe platzt, wenn vorher Jeffree Star Cosmetics Velour Liquid Lipsticks drauf war, dann bin ich vielleicht trotzdem nochmal fucking happy. Mich stresst es halt total, weil in 2-3 Tagen auch Jeffree Stars neue Highlighter rauskommen und ganz ehrlich, Gott verbindet. Was mache ich, wenn ich die nicht durchkriege? So ganz ehrlich, dann mache ich einen Spontantrip in die USA, klopfe bei Jeffree Star an, filme vielleicht noch spontan ein Video mit ihm und nehme die Highlighter so mit. So ganz ehrlich, ohne diese Highlighter, no way. Die muss ich haben. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt halt ein Problem wegen des Kylie Jenner Lip Kit Gewinnspiels, weil ich habe nicht mehr 8, wie eigentlich geplant, sondern nur noch 7. Aber natürlich habe ich mir für euch schon so ein bisschen was überlegt, so einen kleinen Kompromiss, weil ich hatte mir von Kylie Jenner auch ein Lipgloss bestellt. Das wollte ich halt eigentlich behalten, also was heißt eigentlich behalten, so, es hat halt irgendwie nicht in diese Lipkit-Verlosung reingepasst und deswegen wird halt die Farbe Mary Jo, der rote Ton, auf den ich halt gewartet habe, nicht mehr mit im Gewinnspiel drin sein, weil das wird halt wahrscheinlich nicht ankommen oder vielleicht zurückgeschickt oder keine Ahnung oder komplett angegrabbelt vom Labor und wie auch immer sein und sowas möchte ich euch nicht verschicken, weil ihr sollt euch darüber freuen und ihr sollt das nicht angucken und denken, was ist das denn für eine Ranzscheiße. Deswegen wird anstelle von Mary Jo
das Lipgloss in der Farbe Literally als möglicher Gewinn sozusagen reingeschmissen. Und es läuft ja eh generell so ab, sobald der Meilenstein erreicht wurde, wird es einen zufällig ausgewählten Gewinner geben. Dieser zufällig ausgewählte Gewinner kann sich dann ja sozusagen die Lip Kits aussuchen, von denen, die ich sozusagen zur Verfügung euch stelle. Und da ist dann halt nicht mehr Mary Jo dabei, sondern jetzt das Gloss in Literally. Ich bin persönlich auf 180. Ich weiß nicht, wo das Ganze hinführen soll. Ich sehe es halt auch für viele andere YouTuber als Problem. So, es benutzen ja relativ wenig Leute so internationales Make-up. Aber zum Beispiel die liebe Ellie, so, die hat halt auch voll viel internationalen Kram und bestellt bei Kylie Cosmetics. Katja bestellt auch bei Kylie Cosmetics. So, Shirin und Melina habe ich auch gesehen, die bestellen bei Kylie Cosmetics. So, es nervt halt einfach hart, so jetzt nicht zu wissen, wie geht das in Zukunft ab. Stresst mich halt persönlich mega und das muss halt irgendwie echt nicht sein. Warum auf einmal so eine dumme Änderung? Ich habe mich auf Snapchat auch schon so ein bisschen über das Thema ausgelassen und ein paar von euch meinen, das liegt an Trump. So, das kann ich mir persönlich halt nicht vorstellen, weil noch ist er nicht Präsident. So, God forbid, bitte nicht, dass das passiert. Ich möchte mich eigentlich nicht politisch äußern, aber ganz ehrlich, das geht gar nicht, wenn das passieren sollte. Und ich meine, noch kann er ja nicht wirklich was entscheiden. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass diese Änderung jetzt kam. Auf jeden Fall nervt es mich richtig doll. Und ich weiß halt nicht, wie das jetzt für die Zukunft aussieht. Mal wieder ein ungewisses Ende in einem Beschwervideo passiert. Auf jeden Fall war es mir persönlich nur extrem wichtig, dass ihr Bescheid wisst, dass ich mir für die Verlosung was überlegt habe, wie das Ganze jetzt ablaufen soll und dass ihr trotzdem nicht leer oder mit weniger ausgeht, sondern ich finde, das Lipgloss ist, glaube ich, auch echt ganz cool und ich bin mir sicher, dass sich da jemand sehr drüber freuen wird. In diesem Sinne, meine Lieben, ich hoffe unglaublich, dass ich dieses kleine Beschwervideo so informativ, wie es halt irgendwo vielleicht auch ein bisschen war, trotzdem irgendwo gefallen hat. Vergesst definitiv nicht beim Kylie Jenner Lip Kit Verlosungsgewinnspiel mitzumachen. Und wenn euch dieser Make-up-Look gefällt, der wird auch in den kommenden 1-2 Tagen online gehen und ich zeige euch alles, was ich trage. Und wie gesagt, Tutorial ist auf dem Weg. So, meine Lieben, und ich würde sagen, das ist alles, was ich für heute zu erzählen habe. Ich würde sagen, bis wir uns das nächste Mal sehen. Habt einen schönen Tag!